Hallo ihr Lieben, heute machen wir so quasi ein Diamond Painting. Nochmal. Hallo ihr Lieben, heute machen wir ein quasi Diamond Painting Tutorial. Und zu diesem Zweck habe ich einen Special Guest heute mitgenommen. Hallo ihr Liebenden. Viel Spaß. Ja, heute habe ich meinen Mandy mitgenommen. Er freut sich schon voll. Voll arg, dass er hier heute jetzt mit mir Diamond painten kann. Aber ich muss sagen, ich habe ihn zu nichts gezwungen. Ja, er hat das ganz, ganz freiwillig und von sich aus angeboten, dass er gerne ein Diamond Painting machen möchte. Und zwar aus dem Grund, weil unsere Nichte, die ist jetzt schon ein bisschen älter, so 12. Ja, zwölf. Sie ist 12 und die hat nur ein kleines Geschenk bekommen. Dann habe ich gesagt, ja, schenk mir noch, geben wir ihr halt Geld. Und das steckt man halt in so eine Karte rein. Ne? Und dann hat er gemeint, ja, Diamond Painting Karten hast ja eh gekauft beim Action. Ja, aber für meine Nichte mache ich das schon selbst, hat er das gesagt. Das ist eine Frage der Ehre und natürlich werde ich das tun. Genau, und dann habe ich gesagt, ja prima, machen wir gleich ein Video draus. Und da haben wir unsere Action Diamond Painting Greeting Cards. Und du darfst jetzt eine Greeting Card aussuchen, die du dann ganz alleine paintest. Ich habe eine Freude. Sie kennt keine Grenzen. Wir nehmen ganz traditionell Frosty. Frosty. Ja. Frosty ist gut. Aber viel Weiß ist voll langweilig. Aber du wirst es schon, du wirst es rocken. Ich muss sagen, mein Mann, die legt sonst nur Hand an Frauen, Gitarren und Computermäuse. Naja, an dich. Ja. Also das ist ja, plural. Natürlich nur an mich, ist klar. Da hast du deinen Frosty. Dann haben wir hier die Kuverts. Ihr kennt das ja schon, das habe ich euch ja schon gezeigt. Nee, das ist ja wie Malen nach Zahlen. Da steht Zeug drauf. Ja? Na fast. Jetzt muss aber ich mir auch noch eins aussuchen. Ich glaube aber, ich nehme hier das Fuchsi. Das finde ich ursüß. Also Schatzi, da das ja heute ein Tutorial ist und du mir da zur Seite stehst mit Rat und Tat, wenn ich einmal irgendwelche Fachbegriffe nicht weiß. Ah, es ist so peinlich, wenn mir was nicht einfällt. Schatzi, wie heißt das noch einmal? Ah, Tutorial. Ja, danke. Ich bin heute sehr lustig drauf, weil momentan ist nicht so viel Stress hier und deswegen finde ich es voll cool. Okay, Schatz. Ja? Hier haben wir eine Diamond Painting Karte. Und du hast hier so ein Plastik drüber, so eine Plastikfolie. Mhm. Und die verhindert, dass diese klebenden Teile hier irgendwie mit Dreck oder Haaren oder was auch immer beschmutzt werden, bevor sie dann bepaintet werden. Okay, okay. Okay, dann hast du hier deine Steine. Wir müssen aufpassen, dass wir die jetzt nicht dann verwechseln, weil ich habe welche und du hast welche. Ja, das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich. Wir müssen ganz genau darauf achten. Okay. Wir lassen damit der Platz für Jesus beim Tanzen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Weil ja bald Weihnachten ist. Klar. Also, du hast hier die Karte. Du hast hier so Klebezeug. Mhm. In dem Fall, haben wir ja schon gesagt, das coole Klebezeug. Also, jede Perle quasi wird auf ein einzelnes Klebeding geklebt. Finde ich super. Also, du siehst hier die kleinen Dinger, wo da so Buchstaben und Zahlen drauf sind, ne? Ja. Okay. Dann hast du hier die Steine. Ich muss das nochmal gucken, wie das genau war. Okay. Wenn du hier ein D zum Beispiel hast, dann musst du die Farbe nehmen, wo hier D draufsteht. Okay. Also 3 ist wurscht, weil das ist nur, das steht überall drauf. Ja. Yeah. Das ist nur von dem Ding. Verstehe. Okay. Ja. Und was ist das da? Das ist ein Basic Toolkit. Okay. Und hier in diesem Basic Toolkit haben wir einen Diamond Painting Stift. Also wie ein Bleistift, nur wo nichts drin ist. Genau. Hm. Und ein Schiffchen. Das Schiffchen. Kann man das essen? Nein, man kann es nicht essen. Okay. Schatzi. Okay, also da hast du jetzt deine 3 Sachen, die brauchst du dann. Urwichtig. Okay. Ja. 1, 2, 3. Stifti. 4. Dann hast hier Wachs. Ja. Also ist jetzt nicht so das, was in der Kerze normalerweise drin ist, das ist ein bisschen anders. Das ist ein ganz schönes, weiches Wachs. Ja. Da musst du diese Plastikfolie runter tun. Da ist eine Plastikfolie. Auf einer Seite aber nur, sonst biegt es irgendwo. Ja. Okay. So, ist herunter. Und die werfen wir weg. Wenn es geht, es geht an deinem Finger. Das Wachs?
Nein, das da. Achso, das hier. So, hui. Hui. Ich mache dann sauber nachher. Und jetzt hast du die eine Seite, wo kein Plastik mehr drauf ist, ne? Ja. Okay. Dann nimmst du deinen Stift. Mit der nach oben. Genau, weil sonst klebt es ja an. Das okay. Nicht so toll. Gut. Dein Stift ist dazu da, den tunkst du jetzt da rein mit voller Karacho. Ja, okay. Bitte nicht durch die Plastikfolie durch. Und dann solltest du ein Loch im Wachs haben, so sollte es ausschauen. Ja. Weil wir jetzt dieses Wachs hier in diesem Stift drin haben und das ist ganz super toll wichtig. Ja, da ist das Wachs. Okay, das ist voll wichtig, weil mit diesem Wachs, das klebt ja ein bisschen, nehmen wir die Steine dann auf, die wir in unser Schiffchen reintun. Das geht natürlich nicht. Müssen wir die erst auspacken, Schatze. Ah. Okay, mit was möchtest du denn beginnen? Drei, weil das ganz viel drei und das ist da so weiß. Okay. Das passt wahrscheinlich zum Schneemann. Das heißt, du schneidest dir mal dein Säckchen. Ich würde es erst einmal runterschneiden, bevor du es aufschneidest. Genau, da in der Mitte, dass es nicht gleich aufgeht. Ja. Ich halte es dir ein bisschen. Und dann muss der Sackerl aufschneiden. Ja, perfekt. Tada! Da fehlt noch was. Weil ich würde es immer auf der Seite ausleeren, wo nicht dieses zusammengekleisterte Ding ist, weil dann kannst du es besser ausleeren. Okay. Okay. Na gut, ich werde jetzt mal auch mir eine Farbe aussuchen, weil dann können wir gemeinsam anfangen und das alles gemeinsam machen. Juhu. Wir machen alles gemeinsam. Und wir fangen da jetzt an, wie? Mit dem Er hat keine andere Wahl. So, du nimmst jetzt diesen Stift. Du hast jetzt hier die Steine. Du musst schauen, dass die Steine mit der Oberseite nach oben liegen natürlich. Da gibt es einen oben und unten. Und die Oberseite ist die, die halt nach Steinchen ausschaut, also eher gewölbt ist. Und die Unterseite, die Klebeseite, also die dann da drauf kleben soll, ist die Seite, die dann so ganz gerade ist. Ne? Das heißt, du nimmst da jetzt so ein Steinchen mit deinem Stift, den du ja schon mit Wachs versehen hast, und drückst den ganz auf ein Steinchen drauf. Musst nicht festdrücken, das geht ganz leicht. Und dann solltest du, hast ein Steinchen, oh super, genau so. Genau so soll das ausschauen, was? So. Also die gewölbte Seite nach oben und die flache Seite nach unten. Mhm. Weil wir brauchen viel Klebefläche. So, und dann nimmst du ein rundes Kreiselchen, wo diese drei halt draufsteht und pickst dann diesen Stein da drauf. Plupp. Geht nicht. Geht nicht, wieso geht's nicht? Oh mein Gott, hey, wir haben ja vergessen, du musst ja diese Plastikfolie hier abziehen. Ach so. Aber jetzt soll's gehen. Machst das eh gescheit, gell? Für die Lilly. Ja, für meine Nichte bemühe ich mich besonders. Ah, das habe ich jetzt eh gehabt? Ich habe eh gehabt, oder? Okay. Wollen wir ein Battle machen, wer schneller ist? Nein, ich glaube, du verlierst. Nope, ja. So, ich bin nämlich schon gleich fertig mit dem ersten Ästchen. Wie geht's dir? Alles gut? Kommst du zurecht? Ja, das tut derweil. Wow, schön machst du das. Mache ich das? Ja, ich bin urstolz auf dich. So. Warum klebt das nicht? Warum rutscht das weg? Du musst es schon festhalten. Okay, also klar, ja, oder? Das Steinchen habe ich gemeint aus dem Schiffchen. Also, ach so. Ich vor oben drauf drücke und dann rutscht es links, rechts weg. So, ja, manchmal sind die ein bisschen garstig, die Steinchen. Eine Frage zwischendurch, macht das irgendwann Spaß auch? Oder ist das Man muss halt dafür ganz geduldig sein und das auch gerne mögen, so Dinge wie Diamond Painting oder so. Ah, oder ja. Was gibt es denn da noch? Malen nach Zahlen. Ja, und wieso gefällt dir sowas? Ich finde es total entspannend. Einfach nur, ich habe auch früher gern Smarties sortiert und so. Also ich habe sie lieber gegessen, ne? Aber okay, man kann sie natürlich. Oder M&M's, ich weiß nicht, M&M's und Smarties. Ich habe das immer sortiert oder Gummibärchen. Ja, M&M's sortieren kenne ich, aber alphabetisch. Na, ich weiß nicht, ich mag solche Dinge, die einfach nur manchmal von dir verlangen, nachzudenken. Wirklich aggro. Also sehr entspannt. Nee, da fällt das raus.
Mir kommt es vor, als hätte ich ein bisschen viele Steine im Schiffchen. Ja, das kann sein. Aber das macht gar nichts. Ja, danke für die Information im Vorfeld. Ja, schau mal, jeder nimmt so viele Steinchen, wie er nehmen möchte. Woher weiß ich, wie viel ich nehmen möchte? Naja, du kannst dir davor einen kleinen Überblick verschaffen, wie viele du ungefähr brauchen könntest. Und je nachdem nimmst du halt mehr oder weniger Steinchen. Oder du nimmst da von Anfang an gleich weniger Steinchen und schüttest dann halt nach, wenn du brauchst. Das okay. Ist so wie beim das Essen. Ne? So eins, zwei, drei, viele. Okay, ja, alles, alles klar. Du bist ja fast schneller als ich. Wie gibt's denn das? Er ist voll der Anfänger. Ich schwöre, er hat das noch nie gemacht. Und ich sitze da nächtelang und painte herum. Wer lässt den Rocky rein? Ja, ja, ich gehe schon. Wir hätten Schere, Stein, Papier machen können. Nein, da verliere ich immer. Spielst du zu oft mit deiner Tochter? Das ist der Erfahrung. Rocky! Der Rocky ist wieder zu Hause. Da ist er. Er mag nicht mitmachen. Rocky, sag Hallo zu YouTube. Da nach oben schauen. Putzilein. Mein Schatzi, du bist schon feiner. Ich mag nicht, ich mag fressen. Ich weiß, da draußen gibt es Fressen. Runter. Ja, der Rocky. Ja, ich freue mich, dass ich endlich mal wieder ein Video machen kann. Juhu. Ja, also mein Vorschlag ist, wir fokussieren uns ein bisschen und plaudern nachher dann ein bisschen weiter. Okay. Gut. So, los geht's. Jo. Schatzi, wie weit bist du schon? Ja, da schaue ich viel vom Weiß. Also, ja, toll, da, toll. Also, wirklich. Also ich habe hier schon fast das Ganze rundherum gemacht. Und noch immer mal das zeigt. Also. Hast du gut gemacht. Ja, du hast ja schon am Hut auch was Weißes gemacht. Na, überall, wo diese drei draufsteht. Ja. Ja, also hier fehlt noch ein bisschen was rundum. Aber sonst bin ich bald fertig. Ah ja, und der Fuchs halt noch, ne? Ja, ein bisschen. Weiter geht's. Scherzi? Ja. Sag mir, ob da noch irgendwo die Nummer 3 ist oder ob ich alle Westen habe. Hast du 3? Ach so, das war 3, ja. Hast du auch mit 3 angefangen? Ich habe auch mit 3, oder? Ich weiß nicht mehr. 3. Ich sehe kein 3er mehr. Aber was du darfst dich voll nicht auf mich verlassen. Weil ich will nur, dass du es kontrollierst. Ich habe auch geschaut ich hätte keine 3 mehr gesehen. Und ich ärgere mich dann immer, wenn... Ja. Nein, cool. Keine 3 mehr. Jetzt kannst du eine neue Farbe nehmen. Juppidu, ja. Und was mache ich mit dem alten Zeug, was da drin ist? Ja, erst einmal alles vom Tisch runterkratzen hier. Okay. Rausgeklöckert hast. Okay. Und dann nimmst du das Sackerle. Ja, genau. Und dann tust du es wieder zurück. Und dann legen wir es so hin, dass es nicht rausfällt. Und später werden wir das irgendwo verstauen. Ja, das ist super, ganz alleine gemacht. Muss ja gar nicht helfen. Schau, wir können das in unsere Alien-fleischfressende Pflanze tun. Die ist aber voll mit Katzenhaaren und so, weil, weißt du, der Twinkie schleppt die immer in den Keller hinunter. Ja. Das war eine blöde Idee. Okay, ich stecke das einfach hier rein. Passt. Gut, so, nächste Farbe, was nehmen wir? Ich sehe, was ich am meisten. Ich sehe 5 und Bertha und B ist keine Zahl. Ne? B ist keine Zahl. B ist ein Buchstabe, glaube ich. Schatzi, ich bräuchte bitte die Schere. Ja, hier bitteschön. Sehr gern geschehen. Fatality. Falls ihr Kinder zuschauen, so macht man das nicht, liebe Kinder. Man tut das andersrum. Und auch nicht mit der Schere laufen. Na gut, dann. Raus mit euch. So. Darauf trinke ich mal erst einen. Ja, schau. Ja, ich trinke auch mal aus meinem coolen Becher.
Ah, ich mag das jetzt nicht allzu schief halten, aber guckt mal, dass das Sticker, der da drauf ist. Das ist eine Katze. Mit, ja, zu viel Gemächte. Schneidest du das bitte raus? Nein. Ja. Ich nicht. Da schaut euch das an, das kleine Fuchsi. Ist das nicht super cute? So schaut es aus, wenn es fertig ist. Ja, also ich finde es super, super süß. Und wie weit bist du schon, Schatz? ich glaube, ich werde hier währenddessen ein bisschen aufräumen. Ah ja. Was wollte ich noch sagen? Mir sind die Steine hier, hier haben Steine gefehlt bei diesem Bild. Wo war denn das? Wo ist denn das? Da war ein Säckchen drin, die Steine mit der Nummer B. Da so, sieht man das? Und da war hier so ein Loch. Das heißt, die waren schon vorher irgendwie weg und mir ist das gar nicht aufgefallen. Und jetzt musste ich improvisieren und hier so alte Steinchen von mir nehmen, die ich noch in meinem Fundus hatte. Aber es schaut trotzdem super süß aus. Ein kleines, süßes, schnuckliges Rotfuchsal. Ja. Fertig. Juhu. Ich nicht. Du nicht, nein. Du brauchst noch ein bisschen, aber du schaffst das. Wird schon. Du schaffst das. Ja. Ich bin zuversichtlich. Okay, weiter geht's. Lalalala. Ich habe wieder mal die Zeit vertrieben mit meinem super coolen grün-blau-Tropfending. Und ein paar Mal hat grün gewonnen, ein paar Mal blau. Fand ich so cool. Und mein Mann ist gleich fertig mit seinem Bild. Es hat gar nicht so lange gedauert jetzt. Alles gut? Ja, ich glaube, ja. Wir haben nur noch die Nase. Ja, die Karottennase extra aufgehoben. Das Beste zum Schluss. Du warst so fleißig. Ich weiß. So furchtbar fleißig. Aber ich konnte das nur schaffen durch dein gutes Tutorial. Momentan die 7. 7. Ja. Das kann ich habe vorhin kurz meinen Platz hier verlassen und dann kam der Rocky und hat sich hingesetzt und er fand das dann nicht so toll, dass ich da jetzt gern wieder sitzen würde und ich habe hier wieder eine neue Dämonkratzstelle. Wieso stellst du nicht scharf hier so? Er verwandelt sich dann nämlich immer in so einen kleinen, süßen Dämon. Ich glaube, man hört mich jetzt gar nicht gehört, weil das Mikro war hier drin. Egal. Mann ist gleich fertig. Nur noch die Nase. Wir zittern und erschaudern aus seinem Diamond Painting-Talent. Ja. Nee, ich bin schon ein Naturtalent, muss ich ja, sagen. Ja, voll. Also deswegen habe ich auch beschlossen, ich werde am Höhepunkt meiner Karriere mit dem Diamond Painten dann aufhören, nämlich nach dem Beenden dieses Bildes. Ja. Man soll dann aufhören, wenn man eines zumindest gemacht hat. Ja, also, das finde ich auch. Weil man muss das ja zumindest ausprobieren. Ich kann ja nicht von Haus aus sagen, dass mir das nicht gefällt. Oder ja, so. Ja, natürlich. Ach. So. Drei noch. Hau schon wieder alles auf. Ja. Two. And one. Ah. Der letzte Spatze jetzt. Nein! Es war so nicht klar wieder. Wieder ist komm Schatz, ein Steinchen noch, dann hast du es geschafft. Biegt der? Der biegt nicht ordentlich, schau mal da. Nur meckern die Alte. So. Also, es ist jetzt 23.37 Uhr. Jetzt kleben alle gut. Wir haben nach dem Feierabend es geschafft, zwei super tolle Feiertagsfestlichkeitskarten herzustellen und sind sehr, sehr stolz auf unsere Leistung. Ja, vor allem ich auf meine. Ja. Ja. Allererstes Diamond Painting Bild und
gleichzeitig voll mein allerletztes. Voll gut gemacht. Du kannst dich jetzt wieder dem Gitarre spielen und zocken widmen. Ja, und den Frauen berühren, ne? Oder wie war das am Anfang? Ja, mich natürlich berühren. Also, wir waren sehr fleißig. Wir zeigen nochmal unsere Werke. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, da ist der kleine Fuchs. Er ist so süß. Seine Schnurrbärte und seine Schlitzaugen. Urlieb. Verkehrt. Ja, gut gemacht. Ja, hat er eine Fackel in der Hand? Mag der nein, sich nein, selber? Da sitzt irgendwas drauf, glaube ich. Ach so, ein Vogel oder so. Ich dachte jetzt echt, dass das eine Fackel ist. Wunderschöne Karten, die wir verschenken können an Weihnachten. Apropos Weihnachten, bald ist Weihnachten, wir freuen uns schon auf Weihnachten, weil da gibt es wieder super gutes Essen. Wir wissen, das Essen wird gut, weil wir es selber machen. Ha! Ja, genau. Und wir werden sehr, sehr viel essen und sehr, sehr viel Getränke zu uns nehmen. Sehr viel feiern mit unserer Family, weil das immer ganz, ganz das Wichtigste ist eigentlich, dass man seine Family sieht an Weihnachten. Yes. Und ja, auf das freuen wir uns schon. Auf das davor nicht, weil das wird stressig, aber das danach wird sehr cool. Und ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall auch wunderschöne Weihnachten und feiert's ganz schön und hoffentlich ist das Christkindl oder der Weihnachtsmann ganz, ganz brav und bringt leibende Geschenke für euch. Jo, werdet's nicht krank bei dem Wetter, bleibt's mal schön gesund und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Baba! Bussi, baba!